So, meine Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 mit The Callisto Protokoll. Diesmal die Pause nicht ganz so extrem lang wie beim letzten Mal. In der letzten Folge haben wir unseren Kumpel hier verloren, der uns bisher im Spiel begleitet hat. Und wir sind jetzt draußen. Und ich finde das hier atmosphärisch einfach nur mega geil. Das muss ich mal sagen. Das Spiel hat seine Schwächen, aber atmosphärisch macht es auf jeden Fall einiges richtig. So, wir sind jetzt zum Hangar unterwegs. Bin ein bisschen raus aus dem Game, Freunde. Ihr wisst, ich komme nicht dazu aufzunehmen. Okay, wie sie den Schnee so wegschiebt. Mega cool. Komme nicht so wirklich dazu, ab und zu mal aufzunehmen. Deswegen ist in dem Spiel sind immer richtige Lücken. Besser schnell raus aus diesem Staub. Deswegen fällt es mir immer schwer, wieder einzusteigen. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich denke, wir kommen da schnell wieder rein. Eine Art Außenposten. Ziemlich alt. Oh Mann. Okay. Also so hätte das Spiel anfangen müssen. Ich finde das gerade viel geiler als die Innenszenen. Hier sind einfach mal ein paar Leute eingefroren. Okay. Attentiona. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Cooles finden. Wir haben ja jetzt mehr Inventarplatz, was auf jeden Fall sehr viel weiterhilft. Das war ja immer in der ersten Hälfte. Ich denke mal, wir haben das Spiel jetzt so zur Hälfte vielleicht durch, so vom Gefühl her. Das war ja in der ersten Spielhälfte echt ein krasses Problem, dass man nie Inventarplatz hat. Oh. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich zerstöre die mal lieber. Ich habe nämlich gar keinen Bock, dass die aufwachen. Wow, 13 Credits. Ja, wusste ich's doch. Dieses Spiel. Wusste ich doch, dass einer aufwacht. Ach, dreimal, stimmt. Ich vergaß. Nein. Keine Mutation. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Vielleicht ein bisschen Leben dazu gewonnen. Wird bestimmt, hier ist gerade so eine Platte. Das heißt, hier wird sicherlich gleich noch jemand aufwachen. Wusste es doch. Mutation aufhalten ist so stark, ne? Dass man hier sofort, sobald die anfangen zu mutieren, direkt sagt, stopp. So nicht. Aber es war mir klar, dass die hier aufwachen. Das ist typisch. Typisch für solche Spiele. Okay, hier geht's wieder raus. Speicherpunkt. Hm. Das gefällt mir gerade nicht so, wenn ich ehrlich sagen, weil wir haben da oben noch einen Haufen Dinge. Oh, hier ist Heilung. Die wir nicht begutachtet haben. Da gehe ich doch lieber nochmal zurück und schaue nochmal nach. Bevor wir hier noch was vergessen. Das scheint wohl der Haupt... Was war das? Das scheint ja wohl der Hauptweg zu sein, den wir gerade gegangen sind. Da geht's noch rein. Alter Schwede. Jetzt öffnet sich das Spiel ganz schön. Ich spiele übrigens gerade privat Wulong durch. Fallen Dynasty. Für alle Souls-like-Fans ein richtig geiles Game. Hat so seine Macken, ist nicht so geil programmiert und so sauber programmiert wie die ganzen From-Software-Titel. Hat aber seine Stärken und macht wirklich Spaß. Es gibt so einen Boss in dem Game. An dem bin ich hart verzweifelt.
denke, alle, die das Spiel kennen, so ein bisschen wissen, von wem ich rede. Aber ist wirklich eine klare Empfehlung. Für alle, die ein neues Souls-like suchen, kann ich Wulong wirklich empfehlen. Also ich bin hier mal ein bisschen... bisschen vorsichtig. Okay, hier scheint nichts... nichts zu sein. Siehst du, hier liegt nur ein Haufen Zeug rum. Neue Aufnahme von Miranda Kistovic. Der Anruf ist gerade gekommen. Ach, okay. Der Anruf ist gerade gekommen. Die UJC bläst das Terraforming von Callisto ab. Warum jetzt, nachdem Milliarden ausgegeben wurden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist ja fast so, als wollten sie die Menschen von hier fernhalten. Sehr komisch. Also ich kann gut nachvollziehen, warum man Menschen jetzt hier von Callisto fernhalten will. Ich selber bin auch nicht so gern hier, aber es war wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Aufnahme der guten Frau noch nicht bekannt, was hier abgeht. So, gut, hier haben wir alles. Und dann scheint es das hier wirklich gewesen zu sein. Da haben wir wirklich direkt den Hauptweg genommen. Okay, gut. Dann gehen wir mal den offiziellen Weg weiter. Moment. Bin ich verwirrt? Da. Oh, hier geht es ja auch nochmal rein. Gar nicht gesehen. Hier ist ja nochmal eine Werkbank. Können wir direkt noch mal ein bisschen unsere Energieumwandler verkaufen. Zack, Gesundheitsinjektoren behalten wir natürlich. So, Nahkampfwaffe. Hier können wir Munition kaufen. Brauchen wir erstmal nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Blockschutz aktiviert passive Betäubungsstrahler, sodass ein Officer weniger Schaden beim Blocken nimmt. Das Blocken, muss ich ja ehrlich zugeben, habe ich ja nicht so richtig verstanden. 2700 kostet die nächste. Ich würde gerne darauf sparen. Ich glaube, Damage für die Nahkampfwaffe ist hiermit das Wichtigste im Game. Gerade zumindest vom Gefühl her. Und da hier alles immens viele Credits kostet, würde ich erstmal sparen. Ich spare es mal. Oh. Ich erlöse dich mal von deinem frostigen Leid, mein Freund. Ich freue mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen auf unser nächstes Let's Play-Projekt. Weil Callisto läuft jetzt schon sehr lange. Klar, ich komme nicht immer dazu aufzunehmen. Aber wie gesagt, gesundheitlich zurzeit sehr zu kämpfen. Ihr wisst ja, dass ich psychisch ein bisschen Probleme habe mit Angst- und Panikstörungen und so. Da können wir gerne irgendwann mal ein separates Video dazu machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber... das hindert mich, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen daran, regelmäßig wieder YouTube-Videos zu machen, obwohl mir das Projekt YouTube und Let's Plays so am Herzen liegt. So, hier müsste ja jetzt eigentlich alles frei sein. Deswegen, ja, was mir auch aufgefallen ist, die Aufrufzahlen sind immens hochgegangen auf YouTube für kleine YouTuber irgendwie, kann das sein? Also ich kriege jetzt auch in meiner Timeline öfter mal so YouTuber mit 50 Abonnenten vorgeschlagen, was ich richtig cool, finde. Und ich selber habe auch ein paar mehr Aufrufe bekommen für die letzten zwei Videos. Das motiviert natürlich ein bisschen mehr noch, weiterzumachen. So, gehe weiter zum Hangar. Oh, das sieht ja so geil aus, ne? Wupp und wupp und bam. So, willst du mutieren? Ich hoffe nicht. Jetzt. Also die Mutation aufhalten ist wirklich A und O. Das sieht
So sieht das echt geil aus. Guck dir mal die Fresse an. Dieser blutverschmierte Helm, das ist schon alles sehr genial. I like it. I like it, Freunde. Jawohl, jetzt geht's richtig los. Nein, mein Freund. Wir machen das hier schön in Ruhe. Scheiße. Die sind echt nervig, Mann. Das wird langsam ein bisschen gefährlich. Ah. Haarige Kämpfe werden das langsam, ey. Ich gönne mir mal ein bisschen Heilung. Alter, das macht ja nicht mal meine Energie voll. Wow. Das ist ja scheiße. Jetzt können wir natürlich jederzeit aus dem Schnee irgendwelche Gegner rausploppen. Okay. Oh, da hinten. Krächzt und schreit es schon wieder. Okay, das scheint der. Ach, die Sounds, ey. Mega geil. Nee, hier scheint. Oder? Geht's hier irgendwo rein noch? Nee. Sieht nicht so aus. Boah, diese metallischen Sounds, ey. Die sind schon der Hammer. Oh, hier wird gleich irgendwas richtig Widerliches passieren. Ja, die Brücke ist auf jeden Fall in einem einwandfreien Zustand. So, wie kommt man jetzt hier rüber? Hm. Oh Gott, ich muss zurück, kann das sein? Jetzt habe ich irgendeinen Encounter getriggert oder sowas. Ich will nicht zurück. Ich will doch gar nicht zurück. Oder muss ich hier irgendwas mit meiner... Nee. Das ist nicht die Lösung. Okay, zurück scheinen wir hier. Ah, doch, geht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt irgendwas getriggert haben. Ist da hinten Licht? Oh je, oh je, oh je. Sehr unangenehme Szene. Hier hinten, ne? Hier drin in der Höhle ist irgendwas. Was muss doch da hinten weitergehen? Haben wir irgendwas übersehen irgendwie? Ein Gang oder so? Eine Treppe? Eine Leiter, irgendwas in der Richtung. Also irgendwas muss es hier geben, wenn wir hier durchgehen. Das kann ja nicht sinnlos sein. Alter, wie geil hier alles wackelt, ne? In dem Sturm.
So, hier übersehe ich jetzt irgendwas. Hier muss es irgendwas geben. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt hier. Da müssen wir hin. Was, ich wollte den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Das glaube ich bald nicht. Ich habe eher das Gefühl, hier irgendwas zu übersehen. Oder kann ich hier einfach an der Seite vorbei? Lol. Okay. Jetzt vorsichtig. Gut. Das habe ich nicht gleich gesehen. Ganz ruhig, Jacob. Ich hätte so die Eier nicht, ne? Sowas zu machen. Ich hätte so die Eier nicht. Naja, okay. Da vorne ist der Hangar. Sehr schön. Einfach weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Was ich an dem Spiel wirklich mag, ist das Schleichen. Das gefällt mir irgendwie, hier so ein bisschen sneaky unterwegs zu sein. Oh shit! Alter! So ein unsichtbarer Kollege, ne? Du Widerling! Du kleiner, widerlicher, krötenhafter Ekel! Ey, der hat mich jetzt wirklich, da bin ich ganz schön erschrocken gerade. Hier nochmal der coole Schneeeffekt. Man achte auf den Schneeeffekt. Also man weiß hier gar nicht, wo man zuerst hinlatschen soll. Ich habe hier die ganze Zeit das Gefühl, hier ist noch so ein... Hey, hallo, du da draußen? Oh. Hey da, such was, um diese Tür aufzustellen. Diese Zugangstunnel führen zur Schneeraubengarage. Ich kann uns reinbringen. Okay. Es gibt wohl doch noch Leute, die normal im Kopf sind. Versuche dem gefangenen Arbeiter zu helfen. I try it. Es gibt noch andere Überlebende, Freunde. Wir sind hier nicht allein. Sehe ich so aus? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Es kommt näher. Okay. Komm doch. Komm doch. Ja, komm, komm, komm. Ich habe eine Shotgun. Und ich werde sie benutzen. Die Gegner sind wirklich eklig, weil die immer wegrennen. Komm jetzt her. Oh, noch mehr. Oh Gott. Lass mich doch in Ruhe. Geht hier eine Tür auf? Natürlich nicht. Okay, einer noch. Ah, da ist er. Unsichtbar.
Richtig eklig. Unangenehm eklig. Huch! Gott! Und noch so einer, oder was? Jawohl! Oh Gott im Himmel! Es werden immer mehr, ne? Scheiße! Kann ja vielleicht mal jemand irgendwas machen? Scheiße! Warum sind da so viele? Viel zu viel Gegner. War's das? Ich glaube, das war's. Ich muss sagen, diesen Kampf haben wir uns wirklich ziemlich gut geschlagen. Das hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Okay. Das übel, ey. Was ist denn eigentlich? Jawohl! Nein! Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich finde die, wenn die mutieren, so derartig schwer, ne? Jetzt haben wir natürlich keine Heilung mehr. Ich denke, das war's jetzt mit Heilung. Ja, das war unsere letzte Heilspritze. Sehr cool. Oh ja, man hat leider neue. Wenigstens das. Huiuiui. Richard Zeitz. Hier drin war natürlich auch das absolute Massaker. So, was war der ursprüngliche Plan? Die Tür aufmachen. Dem Arbeiter helfen. Ey, come on. Ohne Kopf lebt sie schöner. Ha, ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ja. Und der will trotzdem noch mutieren, obwohl er nicht mal mehr einen Kopf hat. Alter, wollen die mich eigentlich verarschen? Ist schon ein bisschen viel, ne? Muss man schon mal zugeben. Man hätte auch so 3-4 Gegner weniger, hätten auch gereicht. Okay. Finde einen Weg durch die Tunnel. Aber die, meine Freunde, diese Tunnel... Die schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich denke, das sollte für heute erstmal wieder, weil wir schon wieder die 20-Minuten-Grenze überschritten haben, sollte das erstmal für die heutige Folge genügen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir haben die Brücke überquert. Wir nähern uns dem Hangar oder sind schon mittendrin und müssen jetzt einen Weg durch die Tunnel finden. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Folge. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, die Gegnerkadenz geht ein bisschen nach unten, weil es sind schon echt... Viele Fights in diesem Game, sehr viele Fights, aber naja, das macht ja auch. Es macht auch langsam Spaß zu kämpfen, weil ich das System dahinter langsam so ein bisschen begriffen habe.
Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge der Callisto-Protokoll. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.